Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven Wild Adventures. Ja, wir starten wie so oft in Deutschland. So, jetzt haben wir auch Ton. Und Hintergrundmusik. So, dann holen wir die Kute mal ab und versuchen unser Glück dann nochmal neu. Ja, für die Kleine ist mal wieder kein Platz. Die anderen sind schon auf der Weide, deswegen nehmen wir dann hier die 20 Diamanten und versuchen es mit den beiden gleich nochmal. Ja, finanziell hat sich ja leider nicht so viel zum positiven. Oh, reinrassiges Aufzucht-Event. Das heißt, wir könnten wieder ein bisschen Zeit sparen. Nicht so viel getan, weil ich gestern einfach von der Arbeit kam und zu gar nicht in der Lage war. Also ich habe den PC nicht mehr angemacht und deswegen, ja, gab es kein Mittwochs-Update am Mittwoch von mir. Und ja, aufgenommen, Horse Haven habe ich dann auch nichts mehr und auch nichts mehr gemacht. Von daher, naja, gut, hat das wieder nicht geklappt. Schade. Dann haben wir hier Stallbursche 4500 Münzen verdient. Doch, das also angemeldet habe ich mich gestern. Da bin ich mir ziemlich sicher. In Mexiko wurden wir überholt, okay. Damit können wir leben. Dann wurde das Dorf besucht. Es werden immer nur 6 angezeigt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass maximal 6 Leute vorbeikommen. Aber gut. Ja, neuer Rekord, okay. Noch vom letzten Rennen. Gut, ja, dann würde ich sagen, muss die Dohlzucht weitergehen. Ach, dann brauchen wir jetzt ja auch Platz. Und ich habe schon wieder den Zeus auf die Weide geschickt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie weit er jetzt ist, aber er braucht bestimmt noch ein bisschen. Ja. Huch. Nein, ich wollte nur das Geld abholen. Naja. Gut, jetzt sind wir bei irgendwem in der Box. Bei Lea. Tut mir leid, Kleine. Wir gehen gleich wieder raus. Wir haben ja das Futter nicht. Und ich wollte gerne die Münzen haben. Und dann muss ich schauen. Irgendwen muss ich hier wegschicken. Aber wir haben wahrscheinlich über die Plätze voll. Und die Fische habe ich jetzt auch schon alle losgeschickt. Was natürlich nicht gut überlegt war. Ja, da bleibt dann eigentlich nur die Clydesdale-Stute, würde ich sagen. Müssen wir die gute verkaufen. Dann halt für Münzen. Ja, also viel trainiert hat sie dann auch nicht weiter. Jetzt ist sie Level 8. Ja, sorry. Das ist jetzt echt ein bisschen schade, aber gut. Wir wollen ja weiter züchten, ne? Sonst macht das ganze Spiel nicht so viel Sinn. Ja, Zeus kann ich jetzt natürlich nicht rüberbringen. Angel. Oder wollen wir Alexandra? Dann ist neben Apollo Platz. So. Gut, dann haben wir hier, ja, gut, Walker, Stute macht jetzt nicht so viel Sinn. Wir können ja mal bei ihr in die Box schauen. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Äpfel. Ne, wir haben nicht mal mehr 3 Äpfel. Na gut, schauen wir sie uns erstmal an. Und ich denke, sie wird nicht so viel brauchen. Ja, das reicht, wenn wir sie dann auf die Weide schicken. Wir können ja hoffentlich mit Daisy nochmal züchten. Das ist ja jetzt nicht so teuer gewesen, aber nee, zeigen möchte sie sich auch nicht. Naja, gut. Wir haben ja schon unseren Apollo damals gesehen. Und es wird ja hoffentlich noch weitere Dole-Fohlen geben. Hoffentlich steht sie noch da. Und danach würde ich sagen, schauen wir mal, wie es rennentechnisch aussieht.
Nein! Ist sie auf der Weide? Oh ja, sie ist auf der Weide und enthält die Walker-Stütchen. Ja, schade. Na gut, aber jetzt, wo ich wieder den Canadian gesehen habe, es gibt jetzt Bilder von dem Holsteiner und von dem Canadian. Quatsch. Holsteiner und dem Dole. Und ich muss sagen, der Dole gefällt mir schon ganz gut, auch wenn ich dieses Grau ganz cool finde. Aber Stufe 4 hat auch was. Es erinnert mich so ein bisschen an den Haflinger, hat leider die Zöpfchen, die auch Raoni hat, der Gelderländer, aber ja, hat mir trotzdem recht gut gefallen auf dem Bild. Und der Holsteiner auch, also mal sehen. Deswegen würde ich jetzt sagen, den Canadian Pacer werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr holen. Tja, wir haben auch nicht mehr so lange, ne? 2 Tage, 19 Stunden. So, wie sieht es denn hier aus? Genau, da habe ich noch nichts, habe ich natürlich auch nicht weitergemacht. Da gab es jetzt leider keine Rezeptabschnitte hier zum Glück. Oh, noch ein Stall und ja, wie viel haben wir denn jetzt? 58 ist schon mal nicht schlecht. Dann Lea. Wie viele fehlen uns dann noch? Ich glaube 58, das sind dann 22. Ja, ein paar Tage wird es noch dauern. Ui, jetzt werden wir hier abgehängt, oder? Nee, wir schaffen es. Jetzt habe ich... Ich glaube, wir müssen noch ein, zweimal perfekt. Aber das kriege ich nicht hin. Um die anderen da so ein bisschen abzuhängen. Das ist alles knapp. knapp. Unsere letzte Chance. Hey, hat nicht geklappt. Jetzt Daumen drücken. Oh, jetzt gibt es aber warum auch immer noch mal richtig Gas. Oh, der Westfale holt auch auf. Wahnsinn. 4 Pferde wirklich dicht gedrängt da vorne. Sieht man ja auch an den Zeiten. Ne? 33, 24. Okay, da haben wir Glück gehabt. 36 auf dem Westfalen. Der Oldenburger hat dann 33, 38. Und ja, zeitgleich zumindest sieht so aus. Ja, was ist das? Auch im Westfale, oder? Frederiksburger? Naja, gut. Es war auf jeden Fall doch ein spannendes Rennen. So, dann einmal die gute Ronja. Okay, hier haben wir einen Trakehner. Trakehner können auch richtig fiese Gegner sein. Habe ich irgendwie das Gefühl. Wenn hier Trakehner dabei ist, dann ist das... Ja, Frederiksburger auch. Aber sowieso. Ja, aber... Also, Trakehner ist, glaube ich, erster, ja. Ich habe keine Ahnung, warum, aber die Trakehner scheinen wirklich... Entweder habe ich immer den gleichen als Gegner. Oder... Oh, das war richtig blöd. Warum hat sie nicht... Ah, jetzt werden wir... Ach nee, wir haben ihn wieder gekriegt. Ihn und sie. Nein, jetzt können wir nichts mehr machen. Ist das schade. Ah, knapp. Ja, weil ich einmal hier... Warum auch immer, nimmt das ab und zu mal nicht an, wenn ich klicke und dann läuft es einfach durch. Ach, ist das schade. Naja. Gut, Lea. Du nochmal. Danach machen wir nochmal mit Ronja ein Rennen und dann schauen wir nochmal auf die Bestenliste. Und... Ja, wie lange sollten wir jetzt noch Zeit haben? Irgendwas mit 17 Tagen, denke ich mal. Bin auch wieder nur gut. Ist das da hinten ein Quarter? Oder so viele Pferde mit der Mähne gibt es ja eigentlich nicht und der Farbe?
hält super gut mit. Oder gibt es da noch ein Pferd, das auch so eine Mähne hat und ähnlich aussieht? Der hält ja echt super gut mit. Ja, das ist doch das Quarter. Sehr cool. T4 Quarter, hätte ich nicht gedacht. Hier, da muss jemand aber die gute Rose ordentlich verbessert haben. Ja, wenn man genug Geduld hat. Es wäre natürlich schön, wenn man mehr so ein Event kommen würde und wir könnten Pferde verbessern. Müsste ich. Ja, wenn ich so daran denke, müsste ich Kate auf jeden Fall nochmal auf die Weide schicken. Die ist, glaube ich, noch nicht austrainiert. Gut, jetzt erst nochmal mit Ronja. Dann haben wir wieder Trakehna, Frederiksburger. Ja, wir haben ja vermutlich schwierige Gegner wieder. Westfale, Oldenburger, Haflinger. Und der Oldenburger zieht los. Lässt erstmal alles hinter sich. Na, jetzt kommen wir ran. Ah, perfekt. Sehr gut. Und zum Abschluss nochmal perfekt. Das sollte hoffentlich reichen, dass wir genug Vorsprung haben. Ja, das ist sehr schön. Ja, Oldenburger, Haflinger, Trakehna, Frederiksburger und zum Schluss der Westfale. Naja. Gut, jetzt sollten wir ja alle haben. Dann, ja, 22. 6 haben wir jetzt schon wieder sicher, das geht doch. Ja, Bestenliste. Sind wir schon wieder nur 79. Ich habe es mit Ronja wirklich geschafft. Ich habe nur ein einziges Mal habe ich keinen perfekten Treffer gelandet. Ja. Und dann war ich gestern, als ich das geschafft habe, ja, gestern Morgen, da war ich noch auf Platz 64. Naja, jetzt ist schon wieder abgerutscht, aber ist ja auch kein Wunder, ne? Hier wird gekämpft. Oh, so ein Sternzeichen. Cool. Die Waage. Ja, jetzt braucht man ja schon 32 irgendwas, also. Naja. 4 Tage, 4 Stunden hatten wir jetzt aktuell noch Zeit. Und wir haben ja 17 Tage, 19 Stunden für das Event. Gut. Ach, wir haben das Quiz noch gar nicht gemacht, ne? Wo gucken wir da mal hin? Montana? Und dann können wir da das Quiz machen. Dann können wir auch nochmal die Weide sauber machen. Und was gibt's? Oh, 2 Diamanten, sehr schön. Na. So, du kommst doch mal auf die Weide, der Fisch. Auch. Gut. Ja, ernten tue ich dann gleich noch. Aber das Quiz ist jetzt noch mal wichtiger. Mal schauen. Wie hieß die erste englische Vollblutschute, deren Besitzer behauptete, sie könne in die Zukunft sehen? Lady Pensive, Lady Wanda, Lady Gaga. Ich glaube Lady Wanda, ne? Genau, Lady Wanda. Dann der Egidienberger ist eins der wenigen Pferde, die dies instinktiv kann. Tölt, Vogue, Grand Pass, das war Tölt. Und die Azteca-Rasse wurde 1972 für Karos-Reiter erschaffen. In Brasilien, Mexiko, Montana, das ist Mexiko. So. 4
Apfelkekse. Dann die Aufgaben sagen, ja, sie wechseln erst in 23 Minuten. Ich würde sonst mal schauen, in Deutschland die kleine Mine würde ich gerne aufwerten. Bis wir es für Level Up haben, das dauert ja eh noch ein bisschen. Okay, die Aufgaben haben wir erledigt. Rote Futter verkaufen, 900 Meter im Jagdrennen. Hafer verkaufen. Mal sehen. Es liegt jetzt am roten Futter, wenn wir da genug haben. Wir müssen 6 Stück verkaufen, ne? Ja, überlege ich mir dann gleich nochmal, wie ich das mache. Aber unsere Sternzeichen kommen hier auf jeden Fall nochmal auf die Weide. So. Nee, das ist Sarah. Wo habe ich denn... Wo ist meine Kälte? Habe ich die reingestellt? Dann müssten wir sie nochmal besuchen. Ja, Kate steht drin. Dann hätte ich auch eigentlich hier gleich gucken können. Immer sofort den Stall betreten können, aber na gut. So. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Pferde nicht mehr auf der Weide auftauchen, wenn sie trainieren und hier in der Oase stehen. Level 13. Du darfst noch ein bisschen, Süße. So. Gut. Ja, das war... Ist aber leider schon sehr lange raus. Aber als ich angefangen habe mit Horsehaven spielen, da war das damals noch so. Tja. Die Zeit vergeht. Gut. Ja, da würde ich sagen, war es das aber auch für heute. Wir sehen dann mal weiter. Beim nächsten Mal sollte ja unsere Dohlstute in Frankreich erwachsen sein. Dann haben wir auf jeden Fall eine, mit der wir züchten können. Und ja, hoffentlich klappt es dann bald mit Stufe 2. Wie gesagt, 2 Tage ist jetzt nicht mehr lange hin. Aber ich hoffe, das reicht hier mit den... schwierig. Schwierig, schwierig. Na gut. Wir werden sehen, ob wir es schaffen. Also, bis dann. Tschüss.